Hallo, liebe Freunde des modernen Heimatfilms. Wir sind hier wieder bei einem Film im Wettbewerb um den Edgar, den besten modernen Heimatfilm. Und zwar heißt der Film Pelikanblut, aus Liebe zu meiner Tochter. Regisseurin Katrin Gelbe stammt hier aus dem Hunsrück. Ihre Familie ist von hier. Sie freut sich deswegen umso mehr, nach Simmern zu kommen und nach dem Film dann auch Rede und Antwort zu stehen zu ihren, zu euren Fragen. Und der Film handelt von einer richtig starken Frau, gespielt von Nina Hoss. Sie ist Pferdetrainerin, hat einen Hof auf dem Land und zeigt quasi Polizeipferden, wie die in Stresssituationen umgehen sollten. Und dazu ist sie alleinerziehend. Sie hat bereits eine kleine Tochter adoptiert und eine zweite soll hinzukommen. Und die stellt sich als das Grauen heraus. Verhält sich komplett anders, als man sich das hätte vorstellen können. Und es entsteht ein Genre-Mix, der wirklich seinesgleichen sucht. Ein Film, der international für Furore gesorgt hat, auf vielen Festivals lief, Preise gewonnen hat und jetzt nach Simmern kommt. Das wird richtig toll. Das Ganze gerahmt vom Konzert von Solo Duel. Zwei Frauen, die hier aus dem Hunsrück stammen und Soul, Gospel und Pop singen. Also das wird ein richtig toller Abend. Kommen Sie zu Pelikanblut aus Liebe zu meiner Tochter.